Auf unserer Reise haben wir insgesamt 4 Baumwipfelpfade besucht und sind auf 3 davon in luftiger Höhe zwischen den Baumkronen gewandelt. Beginnen wir mit dem Pfad auf der Insel Rügen bei Binz im Ortsteil Prora. Bei diesem Pfad haben wir mit 12 Euro pro Person den teuersten Eintritt bezahlt und dazu wurden noch 2 Euro Gebühr für den Parkplatz fällig. Wie sich auch später noch im Vergleich zu den anderen Pfaden zeigte, waren wir letztlich fast ein bisschen enttäuscht, was die Bezeichnung Baumwipfelpfad angeht. Beworben wird der Pfad mit einer Gesamtlänge von über 1200 Meter, wobei sich jedoch der größte Teil dieser Strecke nur in dem Rundkurs für den Aufstieg auf den 40 Meter hohen Aussichtsturm befindet. Natürlich ist die Aussicht von dem Turm schon atemberaubend, wie wir später noch sehen werden. Aber wie gesagt, es soll ja in erster Linie ein Baumwipfelpfad sein, sodass wir uns hier schon etwas mehr Strecke zwischen den Baumkronen gewünscht hätten. Für ganz Mutige gibt es an einigen Stellen des Pfades Abzweigungen mit ein wenig Nervenkitzel. Hier kann man über wackelige Balken, Wippen oder ähnliche Hindernisse laufen. Fazit zu dem Pfad auf Rügen. Es gibt einen sehr hohen Aussichtsturm für Leute ohne Höhenangst, durchaus sehenswert, aber die Bezeichnung Baumwipfelpfad lässt für den relativ hohen Eintrittspreis für unseren Geschmack doch noch etwas zu wünschen übrig. Kommen wir zum nächsten Pfad, dem Treetop Trail in Bad Harzburg im Harz. Der Pfad hat ein anderes Konzept. Hier beginnt man mit dem Aufstieg in den 26 Meter hohen Aussichtsturm, ebenfalls auf einem Rundkurs, und kommt dann erst über die langen Stege zu den Baumkronen. Dieser Pfad wird mit rund 1000 Meter Strecke, von der man allerdings wirklich den größten Teil zwischen Baumkronen wandelt. Größter Nervenkitzel ist die gläserne Plattform oben auf dem Aussichtsturm. Auch hier gibt es die Möglichkeit, seine Höhenangst abseits der normalen Strecke auf der Abenteuerbrücke zu überwinden.
Abwechslungsreiche Spielereien machen den Pfad für Jung und Alt erlebnisreich und kurzweilig. Außerdem haben wir bei unseren langen Gängen auch gesungen und gestrickt. Dann konnten wir unseren Männern... Unter dem Pfad gibt es einen Hochseilgarten. Und am gegenüberliegenden Hang kann man mit einer Baumschwebebahn die 480 Höhenmeter an einer Schiene entlang zu Tal gleiten. Fazit zum Treetop Trail. Hierbei handelt es sich tatsächlich um einen Baumwipfelpfad, auf dem man in luftiger Höhe direkt zwischen den Baumkronen geht und diese aus einer ganz anderen Perspektive anschauen kann. Dann ging es auch noch über die Stege des Heidehimmel-Baumkronenpfades. Auch hier ist es ähnlich dem Pfad auf Rügen, dass man eigentlich nur wenig in den Baumkronen läuft, zumal es hier überwiegend Nadelgehölz gibt. Unter dem Pfad ist ein Wildtierpark. Dann geht es hier mit sanftem Anstieg zu einem Aussichtsturm. Der Turm verfügt neben den Treppen über einen Aufzug in seinem Inneren. Bilanz zu dem Heidehimmel-Wipfelpfad.
Man muss ihn nicht unbedingt gesehen haben. Eine ganz nette Zugabe ist der Tierpark, weil man hier die Tiere mal ganz ungewöhnlich von oben beobachten kann. Aber letztlich wird der Pfad dadurch dem Namen Baumwipfelpfad auch nicht wirklich gerecht. Außerdem besuchten wir noch den Baumkronenpfad Treetop Walk am Edersee. Vom Parkplatz aus erreicht man den Baumkronenweg nach einem Dreiviertelkilometer Strecke über einen sehr schönen Waldweg. Auf dem Weg gibt es für unsere Kleinsten das ein oder andere zu entdecken. Am Eingang des Treetop Walks angekommen, sahen wir schnell, dass man sich diesen Eintritt getrost sparen kann, wenn man schon den ein oder anderen Baumkronenpfad hinter sich hat. Hierbei handelt es sich nämlich nur um einen Pfad von gerade mal 250 Meter Länge und 30 Meter Höhe an einer Aussichtsplattform an seinem Ende mit Blick auf den Edersee. Wir schauen uns diese Konstruktion noch von unten an und beenden damit unsere Baumwipfelpfad-Exkursion.